Die Kurse an der Wall Street kennen weiter nur eine Richtung, nämlich nach oben. Mit fundamentalen Aspekten lässt sich das Geschehen schon lange nicht mehr begründen. Es ist einzig und allein getrieben durch die Liquidität und die Gier, die immer neue Käufer in den Markt zieht. Aber es könnte gut sein, dass die wichtigste Käufergruppe schon im April nicht mehr kaufen kann. Ist das dann der Auslöser der Korrektur? Genau das zeige ich dir in diesem Video. Zuvor aber lade ich dir noch sehr gerne ein, abonniere den Kanal hier unter dem Video, falls du es noch nicht getan hast. Zunächst der Blick wie immer zurück auf die letzte Woche. Hier sehen wir viel Grün, eine gelbe Ampel im Sentiment und damit sofort der Blick auf die aktuelle Woche. Da sehen wir, es hat sich nichts verändert, also schauen wir in die einzelnen Rubriken hinein. Was gibt es dort an Neuigkeiten? Wie ist der aktuelle Stand? Wir starten wie immer mit dem wirtschaftlichen Umfeld und das wirtschaftliche Umfeld. Da haben wir weiterhin eine grüne Ampel in den USA, also die Wirtschaft in Amerika wächst. Schauen wir mal hier in die Details. Wir haben hier einerseits in der letzten Woche die Einkaufsmanager-Indizes bekommen, die vorläufigen für den März, und die zeigen uns weiterhin Wachstum an. Der Gesamtindex stand hier weiterhin bei 52,2, also oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Etwas geringer als noch im Februar, als der Wert noch bei 52,5 war, aber wir sehen doch hier ein recht stabiles und robustes Wachstum. Etwas überraschend auf der einen Seite die Industrie, der Manufacturing-Sektor, der hier deutlich stärker war als erwartet und auch angezogen hat gegenüber dem Februar. Auf der anderen Seite der Dienstleistungsbereich, der Services-Faktor, hier mit 51,7 unterhalb der Erwartungen und auch unterhalb des Wertes im Februar. Das ist schon etwas überraschend. Normalerweise hätte man das eher andersrum vermutet. Dennoch beides weiterhin über der 50, über der Wachstumsschwelle. Somit also die Wirtschaft erstmal zeigt auf Wachstum. Trotz allem, der Markt ist schon sehr, sehr gut gelaufen und es könnte im April eben jetzt zu einer Korrektur kommen. Schauen wir uns einfach mal diesen saisonalen Verlauf des Dow Jones in einem US-Präsidentschaftswahljahr. Das sind hier 120 Jahre, die abgebildet sind, also das heißt 30 Präsidentschaftswahlen, Präsidentschaftswahljahre, die hier in diese Statistik eingeflossen sind. Und da sehen wir, dass eben jetzt bis Anfang April das Ganze nochmal statistisch gesehen anzieht und dann einfach die schwächste Phase des Jahres folgt im Dow Jones im April und im Mai und wir dann eben Ende Mai hier das Tief markieren. Kann das auch in diesem Jahr so sein? Ja, natürlich, trotz allem. Wir schauen uns die ersten drei Monate an, speziell Januar, Februar, da hätte es eigentlich schon runtergehen sollen. Das ist nicht passiert. Der März war sehr stark, ja, aber da ist es definitiv schon deutlich besser gelaufen als in der Statistik. Klar, es ist nur eine Statistik, aber trotz allem 30 Jahre, die hier Einfluss gefunden haben, die uns eigentlich zeigen, dass das erste Halbjahr in einem Präsidentschaftswahljahr eher schlechter ist. Das haben wir bisher nicht gesehen. Und dann das zweite Halbjahr eben entsprechend besser läuft. So gesehen, ja, es könnte eben eine Korrektur durchaus auch aus statistischer Sicht, aus saisonaler Sicht heraus jetzt im April und Mai anstehen. Gerade wenn wir uns die doch sehr überzogenen Bewertungen anschauen an den Aktienmärkten, vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Warum ist das bisher nicht passiert? Ein ganz, ganz großer Grund sind die Aktienrückkäufe der Unternehmen, die einfach auf Rekordniveau, nahe des Rekordniveaus liegen. Wir sehen hier, dass in diesem Jahr geschätzt wird, 925 Milliarden Dollar, Billions auf Englisch, also 925 Milliarden Dollar, was die Unternehmen voraussichtlich für den Rückkauf ihrer eigenen Aktien ausgeben. Das liegt nur ganz, ganz knapp unterhalb des Rekordwertes von 2022. Und für nächstes Jahr werden sogar schon fast 1,1 Billionen Dollar dann erwartet. Also ein deutlicher Anstieg hier. Und das ist wirklich momentan die größte Käufergruppe auf dem Markt, die Unternehmen, die ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Denn sowohl die Privatanleger als auch die institutionellen Anleger sind bereits sehr, sehr stark long positioniert und wirklich der größte Käufergruppe, die momentan auftritt, sind die Unternehmen selbst. Aber da gibt es bestimmte Probleme, die vielleicht auf uns zukommen. Das schauen wir uns jetzt gleich noch einmal an. Zunächst einmal, wieso sind die immer wichtiger geworden? Wir sehen das hier natürlich. Auf der einen, seit 2011, 27% des Anstiegs des S&P 500 kommt aufgrund der Aktienrückkäufe zustande. Ja, der größte Teil natürlich aufgrund der
Gewinnsteigerung der Unternehmen. Aber mittlerweile über ein Viertel, das ist dieser grüne Teil hier, aus den Buybacks, also aus den Aktienrückkäufen. Und speziell 2020, wie wir sehen, hat das massiv zugenommen. Die Unternehmen haben sich in der Nullzinsphase mit Nullzins- oder Niedrigzinskrediten verschuldet und haben diese Gelder, die sie aus Krediten aufgenommen haben, genutzt, um ihre eigenen Aktien zurückzukaufen. Das ist jetzt, kann man jetzt denken, wie man will darüber, aber letztlich hat das natürlich dem Index einen ganz, ganz großen Schub hier verliehen. Und somit werden also diese Aktienrückkäufe immer wichtiger für das Gesamtergebnis der US-Indizes und ja, gerade wenn eben hier das die größte Käufergruppe ist, dann spielt das eine entsprechende Rolle. Trotz allem, was steht uns bald wieder bevor? Die Earnings Season, also die Quartalsberichtssaison. Und da gibt es im Vorfeld die sogenannte Blackout Period. Das heißt, 3 Wochen vor der Verkündung der Unternehmenszahlen, der Quartalszahlen, dürfen die Unternehmen keine eigenen Aktien mehr zurückkommen. Das heißt, innerhalb der nächsten 2 Wochen laufen wir jetzt dann in den Hochpunkt der Blackout Period hinein. Das heißt, die größte Käufergruppe darf dann erstmal nicht mehr kaufen. Die müssen dann warten bis Mai. Und das könnte natürlich sein, dass dann eben im Markt die Käufer ausgehen, weil eben das momentan die noch größte Käufergruppe, die noch liquideste Käufergruppe ist, die aktuell am Aktienmarkt tätig ist. Außerdem könnte auch die Berichtssaison durchaus zur Enttäuschung führen. Wir sehen das hier, dass eben in den letzten 2 Monaten die Schätzung für die Gewinne 2024 für die Unternehmen im S&P 500 von 11% Gewinnsteigerung schon zurückgekommen ist auf 9% Gewinnsteigerung. Betrachten wir die Bewertungen auch und die Rallye, die wir gesehen haben in den letzten 5 Monaten, der Markt ist für die Perfektion bepreist. Sollte es also wirklich dazu kommen, dass Unternehmen hier enttäuschen mit ihren Ausblicken für das Jahr 2024, dann kann das auch sehr, sehr schnell hart bestraft werden mit entsprechenden Abverkäufen. Von daher, auch das könnte dann dazu führen, eben, dass eben dann im April hier eine Korrektur eingeleitet wird. Blicken wir auf die Charttechnik, sehen wir da schon irgendwelche Anzeichen. Bisher alles auf grün, gehen wir hinein in die Details. Beim S&P 500 sehen wir bisher gar nichts. Ja, dieser Aufwärtstrend wird so ein ganz klein wenig flacher. Diese ganz, ganz steile Dynamik, die wir noch im November, Dezember gesehen haben, die verflacht ein kleines bisschen, aber auch nur ein wenig. Ja, diese Welle ist momentan schon sehr, sehr ausgedehnt und wir müssen jetzt eben sehen, wann kommt wirklich diese Korrektur. Ich habe hier mal so eine potenzielle A-Welle einer ABC-Korrektur eingezeichnet. Zum Beispiel, dass diese in Richtung der Hochs aus dem Ende letzten Jahres läuft, also bei ca. 4.800 Punkten, wäre ein mögliches Szenario. Wir werden sehen, wenn es soweit ist. Aber so muss man sich oder kann man sich das unter Umständen vorstellen. Im Nasdaq 100 das Bild sehr, sehr ähnlich. Auch hier der Aufwärtstrend wird etwas flacher in den letzten Wochen, aber immer noch ganz klar intakt. Und auch hier erst ein Bruch des Ganzen würde dann eben ja auch das Korrekturpotenzial langsam freisetzen. Und hier könnte ich mir vorstellen, ein erstes Korrekturziel so im Bereich ja, 16.800 bis 17.000 Punkte. Das könnte so ein Ziel für eine erste Abwärtswelle sein. Das Sentiment mit einer gelben Ampel auch wieder in dieser Woche. Wir haben es in den letzten Wochen schon thematisiert. Kurzfristig ist die Euphorie sehr, sehr groß, ist die Zuversicht sehr, sehr groß. Absicherungen brauchen wir alles nicht, Risiken gibt es nicht. Trotz allem ist so diese mittel- bis langfristige strategische Kaufbereitschaft schlicht und ergreifend nicht da. Dafür ist das Chance-Risiko-Verhältnis einfach zu schlecht und somit haben wir eben dieses ja, zweigeteilte Bild, was eben dann auch eine gelbe Ampel bedeutet. Im 4-Grid-Index sehen wir es hier, der ist aktuell bei 70 Punkten, 70%. Das ist im Greed-Bereich, aber wir sind natürlich jetzt schon sehr, sehr lange in diesem Bereich. Hohe Gier, niedrige, extreme Gier. Es sind keine überbordenden Werte, dass wir sozusagen extreme Gier, 85, 90 Punkte oder sowas, dass wir sagen, jetzt ist schon extrem überzogen. Das auch nicht. Auf der anderen Seite, wir sind schon sehr, sehr lange dort. Und wir haben natürlich auch reichlich Abwärtspotenzial. Von daher, momentan die Rallye ist intakt, die Zuversicht aber sehr, sehr groß und das Potenzial nach unten eben entsprechend auch. Insgesamt bleiben die US-Märkte damit auf grün stehen und das gleiche Bild, wie wir es eben auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben. Die Rallye ist intakt,
Und es braucht einen Auslöser, der wirklich stark genug ist, um hier eine erste Verkaufslawine auszulösen, sodass dann eben auch wirklich Stopkurse getriggert werden, dass größere Verkaufsvolumina auf den Markt kommen und dann eine Kaskade nach unten erstmal in Gang gesetzt wird, die nicht sofort wieder gekauft wird und somit wir eine erste Abwärtswelle sehen können. Aber momentan haben wir diesen Auslöser nicht. Auch morgen die Rede von Jerome Powell bzw. die PCE-Inflationsdaten, die dann noch kommen. Persönlich rechne ich nicht damit, dass das in irgendeiner Weise einen großen Einfluss haben wird. Gerade auch die PCE-Daten, die werden keine so große negative Überraschung bedeuten, dass die Märkte sagen, oh, die Zinsen könnten jetzt nicht so stark fallen in diesem Jahr wie erwartet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und deshalb eben bleibt das Ganze hier erst einmal auf grün und wir müssen warten auf einen neuen Auslöser. Mit den PCE-Daten morgen werden wahrscheinlich die Argumente wieder lauten, seht her, es ist doch alles gar nicht so schlimm, die Fed wird die Zinsen senken wie geplant und die Märkte, könnte ich mir gut vorstellen, werden Anfang nächster Woche das wieder freudig aufgreifen und erst einmal wieder steigen. Genau mit diesen Argumenten zieht man dann die ganzen Kleinanleger, die noch irgendwo ein paar Dollar oder Euro an der Seitenlinie haben, natürlich in den Markt hinein, seht her, es geht doch weiter nach oben. Aber eigenartigerweise, die ganzen Profi-Investoren und Milliardäre sind seit langer Zeit auf der Verkäuferseite unterwegs und bringen ihr Geld in Sicherheit. Ja, mach es doch genauso wie diese. Und dazu habe ich hier eine Empfehlung für dich. Damit auch du mehr Erfolg an der Börse hast, melde dich für meine Newsletter an. Möchtest du kostenlose Tipps für deinen Börsenhandel? Bist du zufrieden mit der Rendite deines Börsenhandels? Möchtest du nachhaltige Gewinne an der Börse machen? Erhalte die 5 Geheimnisse erfolgreicher Investoren gratis dazu. Klicke jetzt auf den Link unter dem Video. Die Saisonalität, das Aussetzen der Aktienrückkäufe, die möglichen Enttäuschungen während der Earnings Season, dazu eine extreme Long-Positionierung bei den institutionellen, aber auch bei den privaten Anlegern. Die Zutaten für eine Korrektur, sie stehen bereit, aber es braucht eben diesen Auslöser weiterhin, um die Korrektur auch wirklich in Gang zu setzen. Das Bild, was du aktuell bekommst aus den Medien, aber auch von den Wall Street Häusern, das ist sehr, sehr positiv. Aber unter der Oberfläche sieht es doch etwas anders aus. Denn keiner weiß die genaue Höhe, aber das werden wahrscheinlich nicht nur Milliarden, sondern eher schon Billionen an Dollar sein, was da an Unternehmenskrediten, an Immobilienkrediten, an Konsumentenkrediten in den Bilanzen schlummert, die eigentlich gar nicht mehr das wert sind, nämlich den Nennwert, zu dem sie bilanziert sind, sondern eigentlich viel weniger, weil die Bonität der Schuldner viel geringer ist. Aber keiner hat Interesse daran, die wirklich zu Marktpreisen zu bilanzieren, denn das würde bedeuten, Milliarden abzuschreiben und wir hätten wahrscheinlich ganz schnell die nächste Finanzkrise. Jeder hofft, dass wir irgendwie die Zeit überbrücken können, bis die Zinsen doch wieder niedrig genug sind und man sich diese Abschreibungen hoffentlich größtenteils sparen kann. Auch das ist ein Grund, warum alle so erpicht darauf sind und so fokussiert darauf sind, dass doch die Zinsen bald wieder fallen. Aber mit jeder Woche wird die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur größer und wir sind ihr wahrscheinlich näher, als wir vielleicht denken. Wie gesagt, es braucht diesen Auslöser. Was dann die Korrekturziele sind, das habe ich dir letzte Woche in dem Status genannt. Ich habe dir das Video hier noch einmal verlinkt, schau es dir also gerne noch einmal an. Da bekommst du die konkreten Marken genannt. Jetzt wünsche ich dir aber als allererstes ein frohes Osterfest. Genieße die freien Tage und damit auch eine erfolgreiche Börsenwoche weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Dein Christian.